Hallo, grüß Gott zu einer neuen Minutenpredigt. Was ich hier in der Hand habe, ist mein Primizgewand. Das Primizgewand ist das Gewand, das ein junger Priester zu seiner Priesterweihe, zu seiner ersten heiligen Messe meistens geschenkt bekommt. In meinem Fall war das auch der Fall. Ich habe es geschenkt bekommen, aber dieses Gewand ist jetzt 25 Jahre alt, denn heute darf ich voller Freude mein 25-jähriges Priesterjubiläum feiern, zusammen mit meiner Gemeinde, mit Ihnen vielleicht auch. Und ich freue mich darüber wahnsinnig. In diesen 25 Jahren habe ich versucht, das immer wieder auf verschiedenste Weise zu verwirklichen, was auch mein Primizspruch war. Das heißt, das Motto, das über einem Priesterleben stehen soll, das kann sich der junge Priester selber aussuchen. Und ich habe mir damals ausgesucht aus dem 2. Korintherbrief, 5. Kapitel, Vers 14, die Liebe Christi drängt uns. Und das ist etwas, was mich heute noch jeweils prägt oder wonach ich mich immer wieder ausstrecke. Dass die Menschen, wenn sie mir begegnen, wenn sie mir als Priester begegnen, eigentlich irgendwo auch der Menschenfreundlichkeit, der Liebe Gottes begegnen. Ein alter Pfarrer hat mir damals mal gesagt, Junge, versuch immer, dir Folgendes zu beherzigen. Die Leute sollen sich freuen, wenn sie dich von vorne sehen, nicht wenn sie dich von hinten sehen. Und das ist für mich ein Zeichen für Menschenfreundlichkeit. Und so versuche ich das hoffentlich auch noch viele Jahre, hier in Mehring zu verwirklichen. Ob ich jetzt das Primizgewand trage oder einen Kragen oder einfach so Ihnen begegne, am besten von vorne. Gottes Segen und einen guten Sonntag wünsche ich Ihnen.